Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 3. April, erster Handelstag in diesem neuen Monat, Handelsmonat. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor, dass wir seit über 1200 Handelstage aufzeichnen. Heute eine Big Number, die genau in der Mitte ist von Daily Pivot. Ja, also hier für alle, die das Risiko scheuen, na, hier ist Klebstoff durchaus mit dabei, das heißt, der Kurs könnte sich hier sehr, sehr wohl fühlen. Wir platzieren die erste Falle 15.607 und für alle, die jetzt fragen, wo kommt denn hier, Carlos, die Box, die Vola-Box raus? Also 1580 ist die Boxgröße, 1580 zu 65. Also etwas tiefer ab 9 Uhr. Und wenn der DAX jetzt reinläuft, dann schnappt die Falle automatisch zu. Wir haben die jetzt erstmal platziert und melde mich dann gleich. 8.36 Uhr. So, der Countdown läuft. Noch 8 Sekunden bis zur Markteröffnung in Frankfurt. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Oben haben wir eine Vola-Box. Links im linken Bildschirm. Falls der Markt nach oben möchte, möchte nach unten, haben wir die Big Number auf der rechten Seite, die da wartet. Noch fehlen ein paar Punkte. Wir legen jetzt mal den Fokus auf die rechte Seite. 5607, der Kurs muss also da tiefer reinlaufen, damit wir die Order auch ausgeführt bekommen. Kein Problem. Und jetzt sind wir live und wir benötigen, jetzt sind wir im Trade und wir haben sogar eine 27er Box. Erster Trade long, ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst, in welche Richtung gehen wir. Dann, wir haben die 50er Marke, wie immer, hier und oben hin haben wir das Gap als Zielmarke und wir sind schon draußen. Das war der erste Trade. Erste Trade und wir haben hier direkt gleich den nächsten Trade. Das ist die Blue Box mit einem Risiko von 0,21. Einstieg. Blue Box, der zweite Trade. Und das bedeutet, bei 15.606 gehen wir short oder 34 long. Zack. Zack. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Das war unser Eröffnungstrade. Kurz und schmerzlos. Bis morgen.